Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daydream Forgotten Sorrow. Ja, in der letzten Folge haben wir Teddy wiedergefunden bei diesem Kerlchen hier. Und der hat uns irgendwas erzählt, dass wir heiraten müssen und einen Zug finden müssen. Nein, keine Ahnung. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit diesen leuchtenden Dingern zu tun, nehme ich mal an. Und das wiederum hat dann irgendwas mit diesem Zug hier zu tun, vermute ich jetzt mal, damit wir zu diesem Turm kommen können. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt ein Kinderbild. Was soll ich da jetzt alles drauf sehen? Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, was wir überhaupt machen können in dieser Folge. Also wir können hier auf jeden Fall entlanglaufen. Da hinten beim Schwan können wir wahrscheinlich nicht rein, oder? Oder kriegen wir das auf? Ah, es geht auf, doch. Perfekt. Jetzt kommt der Kleine mit uns mit. Rechts ist was, wodurch wir hochkommen. Was ist mit dem hier? Was ist das? Können wir nichts machen. Mit dem können wir auch nichts machen. Kann ich ihn eventuell... Kann er nicht irgendwie... Achso, Moment. Kann ich ihm sagen? Ah, ich kann ihm sagen, dass er da oben drauf schießen soll. Teilweise perfekt. Ich weiß nur nicht, ob ich so hochkomme. Na, das dachte ich mir schon. Kann ich ihm nochmal sagen, dass er... Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Na, okay. Dann geht's weiter. Gut, wir können jetzt hier rum. Da ist wieder so ein leuchtendes Teil. Da brauche ich ihn wahrscheinlich für, nehme ich mal an. Kleiner. Oh, wo ist der denn jetzt? Hallo, komm mal mit. Nicht da hinten drum rumstehen, helf mir mal. Okay. Oder so. Na gut, ich komme hier nur nicht rum. Jetzt. Dann gucken wir nochmal, ob wir das da reinkriegen. Jetzt kann er das sogar auf Meter Entfernung machen. In der letzten Folge hat der mir so überhaupt nicht geholfen. Ich habe es immer wieder versucht. Das will er jetzt auch wieder nicht. Junge, hilf mir einfach mal. Der schießt das jetzt weg, wenn ich das angebe, oder? Oh, Kleiner, ganz ehrlich. Willst du mich denn veräppeln? Muss der da nochmal drauf schießen? Brauchen wir da mehr von? Keine Ahnung. Ja, nimm auf. Komm. Wird wahrscheinlich nicht klappen, aber... Nö, natürlich nicht. Schmeiß weg. Ja, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum er mir da nicht bei hilft. Ich meine, dann würde ja die Treppe hochgehen. Wäre ja zu einfach, wenn das einfach so gemacht werden könnte, ne? Wenn ich einfach wie bei Teddy sagen könnte, er soll nach hier kommen. Das schaffe ich aber auch nicht so. Der will mir ums Verrecken nicht helfen, der Kerl. Oder ist das ein Mädel? Ich bin mir nicht sicher. Nee, er will einfach nicht. Mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes hier machen können wegen dem Stein. Ach, da kommen wir gar nicht mehr hoch. Oh, oh. Ja, toll. Schön. Ah, ich liebe es, wenn man nochmal woanders gucken möchte und dann sowas. Schön. Muss ich die Fläche unten draufstellen oder so? Nimm's doch einfach mal hoch. Nein, ach. Sollst du das nicht werfen? Junge.
Warum kannst du das nicht einfach mit mir hochmachen? Ich verstehe es nicht. So kommt. Oh. So war das nicht gewollt. Oh, jetzt hat er oder sie das Ding ausgezogen. Nein, jetzt ist das Ding wieder weg. Willst du mich denn? Nein, da. Jetzt habe ich anvisiert, das Rechte, ne? Muss ich das ja auch wieder reintun. Mann, nur weil ich hier aus Versehen gestorben bin. Aber ich verstehe nicht, warum die mir nicht hilft. So kann ich sie zu mir holen. Und als ich vorhin hier drauf gedrückt hatte, dass sie da was machen soll, da hat sie mir auch... Willst du mich jetzt verarschen? Das ist nicht dein Ernst. Er oder sie hat mir eben überhaupt nicht geholfen, als ich da in der Mitte drauf gedrückt hatte. Also auf den Stein da. Oh. Alter. Klickt das irgendwann mal ein, dass ich hier loslassen kann? Ist das schwierig zu drücken? Nee, das kann man nun endlich lange drücken. Ja, geil. Läuft das jetzt auf Zeit, oder was? Oh, nee. Ach nee, es bleibt oben. Oh, ich dachte schon. Ja, komm. So. Hallo? Ja, ich bin etwas zu spät auf den Gedanken gekommen, dass ich vielleicht auch hätte laufen können. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ah, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Dafür bekomme ich jetzt eine praktische Leiter nach unten, oder wie sehe ich das? So für die ganz Doofen quasi, ja? Ah. Was ist das denn? Kriege ich das Ding denn hin? Der muss da draufhauen. Das ist mir schon... Achso, Moment. Wieso kriege ich das Teil nicht da runtergeschoben? Beziehungsweise warum komme ich da nicht hoch? Ach, das kann ich hochschieben. Hochschieben ja, aber nicht runterschieben, oder wie? Das geht nicht so einfach kaputt. Ach so, ah, ja, ich hab's gesehen, Ja, genau, schieß du mal. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen, dass ich in der Zeit auch noch hier rüber laufe? Das ist nie euer Ernst. Ach du Scheiße. Das schaffe ich doch niemals. Oh. Okay. Ich habe nichts gesagt. Da kann ich wieder runter. Oh, nicht runterspringen, Controller. Böser Controller. Moment, was passiert, wenn ich da oben drauf schießen lasse? Dann dreht sich das. Damit ich da rüberkomme, ja? Noch nicht. Na gut. Theoretischerweise weiß ich auch, wie es funktionieren könnte. Komm jetzt, steh auf, nicht so müde hier. Nein, falsche Taste. So. Aber da komme ich nicht, ran. Gucken wir mal unten, das dürfte wahrscheinlich sein, dass das dann hochgeht, nehme ich mal an, ne? Ach nee. Euer Ernst jetzt? Hätte ich das vorher gewusst? Hä?
Wenn der da oben rangeht, dann geht der automatisch nach rechts. Das ist irgendwie keine besonders große Logik. Ja, ich baumel zwar total daneben, aber ist nicht schlimm. Ja. Ah, Moment, Moment. Ja, jetzt fasst er natürlich nicht mehr. Es war so klar. Es war so klar. Wenn es einmal funktioniert hat. Nee, falsche Taste. Zack. Das erstmal rüber. So. Dann da oben das wieder drücken. Dann komme ich wieder nach rechts. Nee, komme ich nicht. Hä? Wieso komme ich denn jetzt nicht nach rechts? Eben bin ich die ganze Zeit nach rechts gekommen. Und jetzt komme ich natürlich noch nicht mal mehr nach oben dran. Hallo? Was war denn das gerade? Wieso läuft der da einfach runter? Hallo? So, und danach den anderen. Hallo, du sollst den drücken. Also schießen. Ach, oder muss ich das machen, wenn ich da gerade nach rechts... das kann natürlich auch sein. Nein! Oh. Warum sollte es auch funktionieren? Die einfachsten Sprünge können manchmal so schwer sein, dass man sich einfach nur noch fragt, ob man im falschen Film ist. Eieieiei. Okay, das bringen wir schon mal rüber. Da setzen wir uns drauf. So. Nein, und er kommt wieder nicht ran. Warum hat das eben funktioniert von der rechten Seite aus? Ich verstehe es nicht so ganz. Weil da ist doch eigentlich die Entfernung größer als von der linken Seite aus gewesen. Ich meine, gut, ich hing 2 Meter neben dem Ding fest, ne? Aber davon mal abgesehen. So. Machen wir das wieder runter. Ja, jetzt. Jetzt. Jetzt schieß. Ja. Ich kann ihn mal loslassen. Hallo? Jetzt. Okay. Ich dachte schon. Kann ich hier irgendwie balancieren oder so? Ach so, Moment. Wieso kann ich dem nicht sagen, dass er nach rechts... Das ist doch doof. Wieso kann man den nicht anvisieren hier? Nee, der geht immer automatisch da hoch. Muss ich da eventuell die Treppe hoch? Das kann natürlich auch sein. Und dann wieder so eine waghalsige Geschichte machen hier. Aber ich denke eher nicht. Oder komme ich da von oben hin? Oh! Alter. So nicht. Okay, so. Dann nochmal drehen. Ich dachte jetzt eigentlich, ich müsste nach unten. Aber anscheinend... Oh, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist... Nein, nicht da runterspringen. Was machst du denn? Nein. Blödmann. Bleib da oben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Okay. Ich hoffe, da muss ich runter. So. Jetzt kann ich da unten ran.
Oh. Ihr wollt mich verarschen. Nein, 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 nein. Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das ist nicht euer Ernst. Nein! Oh! Achso, ich hätte mich da oben festhalten können. Okay. Ich glaube, so ist das eher gedacht gewesen. Alter. Okay, einmal runter. Wow, wow, wow. Was passiert denn? Der ist gar nicht... Doch, der ist da, aber er macht nichts. Muss ich das erst... Okay, ich muss das erst wegmachen. Gucken, was passiert denn, wenn wir das machen? Hey! Hallo! Ich habe noch die Taste fürs Hin- und Her-Schieben gedrückt und du rennst hier einfach runter. Geht's noch? Also gedrückt gehalten, so. Das ist aber nicht nett, mein Freund hier. So. Kommen wir jetzt hier auch wieder hoch? Wenn das nicht so am Backen wäre, wahrscheinlich. Eieiei, okay. So. Nee, die Taste. Einmal. Oh, oh, ich hab's geahnt, dass da irgendwas Schlimmes bei ist. In dem Fall... Oh nein. Das ist aber diesmal ohne das Fähnchen, was da rumbäumelt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Müssen wir jetzt hier runter? Echt jetzt? Hui. Puff. Oh. Hm. Ist das nicht der gleiche, der mich schon mal kaputt machen wollte? Ich wollte noch mal gefragt haben. Okay. Da komme ich aber doch nicht hochgezogen, oder? Oh. Ach, das geht nach oben. Ah, ah, okay, ich verstehe. Verstehe. Oh, nicht gut. Es war vielleicht doch nicht so gewollt. Ich dachte eigentlich ursprünglich, ich sollte da drauf springen. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass ich doch nicht da drauf springen sollte. Oh, Scheiße. Ich hätte das... Ich habe die gar nicht gesehen. Oh, ich habe so geahnt, da kommt bestimmt noch was. Da kommen bestimmt insgesamt drei Pflanzen oder so, habe ich mir so gedacht. Aber ich habe die wirklich null gesehen gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das jetzt euer Ernst hier? Oh. So, ich probiere das jetzt mal aus. Wenn die... Zack. Ja, 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 ja. Nein. Nein. Nochmal drücken. Drücken, 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 drücken. Muss ich die am Ende dann gar nicht drehen? Oder kriegt die mich auch auf der anderen... Also, war ich zu spät einfach nur? Oder kriegt die mich... Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel. Oh, Mann, was haben die sich da einfallen lassen? Also, das muss man denen ja ganz ehrlich lassen. Die haben sich da echt was einfallen lassen.
So, Moment. Wenn wir jetzt ein Stückchen drüber sind, dann drücken. So. Und wenn wir jetzt da weg sind, dann nochmal drücken. Ah, nee. Okay, also wenn ich mich nach links drehe, scheint der mich immer zu kriegen. Aber wenn ich nach rechts drehe, kriegt der mich doch auch, oder nicht? Das ist doch irgendwie. Ich hasse euch. Ich hasse euch wirklich. Ah, also nicht euch, ne? Oh, das ist so gemein, so gemein, so gemein. Das machen wir jetzt erstmal hier im langsamen Durchlauf. So, zack. Ich bleib jetzt mal rechts hängen. Aber da muss der mich doch auch kriegen. Da bin ich doch direkt vor der Nase. Ja, meine ich doch. Wie soll ich das denn schaffen? Weil wenn ich mich vorher gedreht hätte, dann ist das ja genau das Gleiche. Nein, bleib doch mal stehen. Ich muss hier mal drücken. So. Ach so, nein. Ach, ich habe doch schon gedrückt. Was mache ich denn für Quatsch hier? Ich muss nochmal drücken. So. Oh, jetzt hat er das nicht. Ah, doch, er hat es aber angenommen. So, langsam. Mich kriegst du nicht, Mistvieh. Was macht er denn? Was war denn das jetzt für ein Quatsch? Wieso konnte der dann am Ende nicht mehr schießen? Was war denn das jetzt? Und warum hat er einfach losgelassen? Also, ich war ja immer noch auf der Taste drauf. Es kann doch eigentlich nur eine Timing-Sache sein, oder? Auch wenn es. Nee, falsche Taste. Auch wenn es mich jetzt nervt, ehrlich gesagt. Langsam. Oh, ich denke, dass das echt irgendwie eine Timing-Sache ist. Also, wir versuchen das mal direkt zu machen bei dem einen oben. So, da machen wir mal langsam drüber. Zack. So, und da machen wir direkt jetzt. Wieder rüber. Oh, die frisst mich, die frisst mich. Ich dachte, ich soll da drauf springen. Soll ich nicht da drauf springen? Das sah aber so aus, als ob ich da drauf springen soll. Was war denn das? Oder bin ich jetzt daneben gesprungen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da drauf springen soll. Weil ich gehe davon aus, ich habe nämlich oben gesehen, da ist noch eine gewesen. Und ich gehe stark davon aus, dass das viel, viel, viel zu nah dran wäre. So. Doch, meine ich doch. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab mir schon gedacht, dass ich da. Oh, ich hänge so seltsam. Ich hab schon gewusst, dass ich da noch eine Pflanze hab. Nicht loslassen. Gleich hätte sie doch lieber loslassen sollen.
Jetzt sind wir auf dem Rücken des Wals. Es sieht irgendwie befremdlich wie auch cool aus, muss ich sagen. Ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Moment, um nochmal einen kleinen Cut zu machen. Und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.